Angesichts der extrem bullischen Stimmung hatten sich viele wohl den Jahresauftakt gestern deutlich besser vorgestellt, aber es war dann überraschenderweise doch ein Verlust, der zu Buche stand, vielleicht mit ausgelöst durch, naja, Steuerproblematiken. Viele wollten jetzt vielleicht Gewinner verkaufen aus dem Vorjahr oder Aktien, die deutlich im Gewinn waren. Aber so ganz überzeugt mich das Argument nicht, denn faktisch war am 29. der letzte Tag, um praktisch für das Kalenderjahr 2020 noch steuerlich relevante Aktionen vorzunehmen. Ab 30. Dezember geht das eh schon ins Jahr 2021. Nein, da ist etwas anderes passiert. Da ist ein kleiner Unsicherheitsfaktor reingekommen oder genauer gesagt zwei Unsicherheitsfaktoren. Einmal die Nachwahl in Georgia für den US-Senat mit dem Potenzial des Durchregierens der Demokraten, was eine veränderte Sichtweise nach sich zieht bei den Investoren, und zweitens eben diese Corona-Geschichte jetzt mit Lockdowns, vor allem der britische Lockdown, der hat auch in den USA durchaus Spuren hinterlassen. Aber schauen wir uns mal an, was hier passiert ist. Wir haben jetzt den schlechtesten Jahresstart seit der Finanzkrise immerhin. Wir haben hier einen Verlust von um und bei 1,5% im S&P gehabt. Es sah schon zwischenzeitlich schlechter aus. Es sah so aus, als würden wir den schlechtesten Jahresstart seit 1932 haben sogar. Zwischenzeitlich war das der Fall. Dann haben ja die Märkte spät zur Kassazeit in den USA noch mal ein bisschen nach oben gedreht und die Verluste eingedämmt. Also es war dann zwischenzeitlich der Dow so 2% im Minus, 1,86% wäre der schlechteste Tag seit 1932 gewesen. Es ist nicht so gekommen, aber es ist eben der schlechteste Start seit der Finanzkrise. Und wir haben beim S&P den größten Verlust seit dem 28. Oktober, also mehr als zwei Monate, der Nasdaq mit dem größten Verlust seit dem 9. Dezember. Und natürlich ist das Vorjahr ein bisschen sehr gut gelaufen, um es vorsichtig zu formulieren. Wir haben jetzt praktisch ein Kursgewinnverhältnis beim S&P 500 bei 30, beim Nasdaq sind es 40, das sind Extremwerte, also Aktien sind nicht gerade billig, sie sind so teuer wie seit 2000, nicht mehr, und so ist es vielleicht eben so, dass irgendwann auch das Ganze mal ein bisschen überreizt war, ein bisschen überspannt war und wir eben jetzt Gewinnmitnahmen gesehen haben. Ist das ein Gamechanger? Das ist zu früh zu sagen. Jedenfalls sehen wir, das erste Mal seit 1983 verfolgt man diese Daten zurück, dass der S&P 500 höher eröffnet hat und dann aber mehr als 1% im Minus geschlossen hat. Das gab es nur zweimal, wie hier Biesbock zeigte, nämlich im Jahr 2000 und im Jahr 2008, also glänzende Vorbilder für ein erfolgreiches Jahr, möchte man meinen. Und wir haben jetzt gesehen gestern, dass vor allem diejenigen Werte verkauft wurden, die in der zweiten Jahreshälfte, also vor allem mit dieser Corona-Impfstoff-Hoffnung, sich so stark erholt haben. Wir sehen, dass die bestperformenden Werte, die im zweiten Halbjahr 2020 sehr, sehr gut performt haben, durchschnittlich 2,5% verloren haben, während die schlechtest performenden Werte, die also in der zweiten Jahreshälfte nicht so gut gelaufen sind, fast unverändert geblieben sind. Man kann das wirklich hier sehr gut zeigen anhand dieser Grafik, ebenfalls von Biesbock, dass es also die Gewinner waren des zweiten Halbjahres, vor allem die Gewinner dieser Impfstoffhoffnung, die hier zu Buche schlägt. Insgesamt, interessanterweise sehen wir beim NYSE, das ist also ein Index, der alle an der New Yorker Stock Exchange gelisteten Unternehmen und Aktien umfasst, dass wir eine wichtige Trendlinie angelaufen haben, da wieder zurückgeprallt sind. Wir sehen auf der anderen Seite, dass jetzt vor allem, und das ist das große Thema vielleicht, diejenigen Sektoren unter Druck kamen gestern, die inflationssensitiv sind. Market is pricing in higher probability of a dam sweep. Also die Märkte preisen die höhere Wahrscheinlichkeit ein, dass die Demokraten hier einen Durchmarsch vollziehen. Sie stellen den US-Präsidenten, sie stellen nach wie vor die Mehrheit im Abgeordnetenhaus, auch wenn die ein bisschen geschrumpft ist, und sie würden dann eben faktisch 51-50 stellen, wenn sie beide Sitze in Georgia gewinnen mit der Vizepräsidentin, die dann praktisch diese Extrastimme wäre. Wenn wir uns mal anschauen, welche Sektoren gestern stark verloren haben, dann sind es Real Estate, sehr renditesensitiv, also wenn jetzt die Renditen ansteigen. Wir sehen, dass zum Beispiel Industrials verloren haben. Der einzige Sektor, der ganz spät noch ins Plus gedreht ist, war der Energy-Sektor. Aber sonst war alles doch ziemlich negativ. Fast alle mit einem 1 vor dem Komma.
Also es war doch ein breiter Abverkauf. Wenn wir uns mal das saisonale Muster eigentlich in Postwahljahren anschauen, hier der dunkelrote Chart, dunkelblaue Chart im Vergleich zu den Nicht-Postwahljahren, wenn also ein normales Jahr ist, ist hier das hellere Blau zu sehen. Da sehen wir normalerweise, geht es gleich am Anfang Januar ein bisschen hoch, aber dann wird es schwierig. Also die erste Hälfte des Januars ist dann meistens schwierig und dann geht es so Mitte bis Ende Januar deutlich nach oben bis Anfang Mitte Februar. Eher Anfang Februar, und dann kommt im Februar typischerweise ein ziemlich starker Rücksetzer. Aber wir sehen, dass die Märkte sich jetzt umorientieren müssen. Wir sehen, dass die Inflationserwartungen deutlich nach oben gegangen sind, und zwar mit der Wahrscheinlichkeit, dass die Demokraten wirklich beide Sitze in Georgia gewinnen. Und die Wahrscheinlichkeit ist schon deswegen gestiegen, weil die Republikaner eben extrem gespalten sind in Trump-Loyale und in jene, die sagen, es gibt auch ein Leben, ein politisches Leben nach Donald Trump. Dementsprechend positionieren die sich anders, sagen, wir müssen diese Wahl anerkennen. Die Trump-Loyalen setzen alles auf die Karte Trump. Die Partei ist zerstritten, und Zerstrittenheit ist immer schlecht im politischen Gewerbe. Das straft der Wähler meistens ab. Dazu noch das Potenzial, dass viele Trump-Loyale sagen, naja, eh alles gefaked, eh alles gerickt, ich gehe gar nicht erst zur Wahl. Donald Trump war gestern in Georgia, um hier nochmal aufzurufen, zur Wahl zu gehen. Aber um dieses Thema Inflation nochmal hier aufzunehmen, sehen wir, dass die Inflation Expectations jetzt eigentlich über eine zentrale Trendlinie, Abwärtstrendlinie nach oben gegangen sind. Mal sehen, ob das wirklich ein echter Bruch ist oder nicht. Wir sehen auf der anderen Seite, um nochmal die Frage der Bewertungen aufzugreifen, wir sehen hier den S&P 500, das ist der Chart, der weiter oben ist, und wir sehen die Profits der Unternehmen, die Gewinne der Unternehmen, dieses ist etwas weiter unten. Wir haben also eine Diskrepanz zwischen den Kursständen, den Bewertungen und letztendlich dem, was die Unternehmen faktisch liefern. Die ist gigantisch, viel größer sogar als in der Dotcom-Blase. Und jetzt eben das Potenzial mit Lockdowns in UK, in Japan, in Deutschland dürfte das ganze Jahr verlängert werden. Also wir kommen jetzt immer weiter in den Frühling rein, wahrscheinlich bevor es wieder einigermaßen normal mit der Wirtschaft weitergeht. Und das wird auch für die Unternehmen hierzulande, auch für große Unternehmen, sicherlich seine Spuren hinterlassen. Das wird auch bei amerikanischen Unternehmen die Spuren hinterlassen. Also dieser Optimismus in Sachen deutlicher Anstieg der Unternehmensergebnisse, der wird sich als verfrüht erweisen. Dementsprechend bin ich gespannt auf die Berichtssaison, wie das hier weitergeht. Aber das zentrale Thema jetzt erstmal Georgia. Wir sehen hier, wenn Sie oben mal die Karte sich anschauen, da sehen wir, es gibt in Georgia kaum wirklich relevante Städte, bis auf eben Atlanta, eine Metropolregion mit so 5,5–6 Millionen Einwohnern, stark wachsend, vor allem bestimmte Zonen in Atlanta, die so ein bisschen außerhalb sind oder am Stadtrand liegen. Hier gab es extreme Wachstumsraten, was die Bevölkerung betrifft. Und wir sehen hier mal die Kandidaten, John Ossoff, hier der junge Mann, Medienunternehmer. Dann haben wir David Perdue, der schon einige Jahre als Senator fungierte, 5 Jahre. Dann haben wir hier Ralph Warnock, der ein Priester ist, ein linksliberaler Demokrat. Und wir sehen ganz rechts Kelly Loeffler, die erst, naja, seit gut einem Jahr praktisch Senatorin ist, weil ihr Vorgänger zurückgetreten ist. Dann wurde sie von dem Gouverneur von Georgia benannt. Sie hat relativ wenig politisches Profil, und sie hat sich jetzt eindeutig in Sachen Trump positioniert und gesagt, ich werde auch diese Wahlergebnisse nicht zertifizieren. Und viele Republikaner sind jetzt eben in der Situation, gerade wenn sie noch politisch etwas werden wollen, wenn sie vielleicht sogar mal als Präsidentschaftskandidat antreten wollen. Da gibt es einen Kandidaten, vor allem der für die Republikaner das US-Abgeordnetenhaus leitet. Die müssen sich jetzt positionieren. Einige haben sich gegen Trump positioniert, andere für Donald Trump, aber fast alle Republikaner hier laut einem Insiderbericht von Axios sagen, das ist vielleicht die wichtigste Entscheidung meiner Karriere, denn wenn du jetzt aufs falsche Pferd setzt, dann bist du vielleicht erstmal ein gebranntes Kind. Wenn du das richtige Pferd setzt, dann kannst du vielleicht durchstarten, das ist die Frage. Und jetzt sehen wir, dass Donald Trump noch einiges vorhat. Am 6. Januar, also einen Tag später, am Mittwoch, wird es ja im Kongress dann zu dieser Zertifizierung oder der offiziellen Verkündung des Wahlergebnisses kommen. Viele Republikaner haben ja schon gesagt, sie wollen es nicht anerkennen. Dadurch muss dann nochmal diskutiert werden. Die Parteien ziehen sich zurück, beraten, aber normalerweise wird das nur verzögert, diese ganze Geschichte.
Wir sehen hier, dass jetzt ein Marsch in Washington am 6. Januar geplant ist. Trump und die Seinen unterstützen das natürlich. Und Donald Trump mit einem Tweet, wo er sagt, The Surrender Caucus. Und damit meint er, Surrender ist die Kapitulation. Damit meint er diejenigen Republikaner, die sagen, wir müssen das Wahlergebnis anerkennen im Dienste der Demokratie, wie der ehemalige sehr wichtige Republikaner Paul Ryan, wie zum Beispiel Dick Cheney und die Frau, die sagen, das kann nicht sein, dass hier dieses das Wahlergebnis nicht anerkannt wird. Jedenfalls polemisiert Donald Trump eben gegen diesen Surrender Caucus. Also wir sehen diese Spaltung der Partei, die doch sehr, sehr tiefgreifend zu sein scheint. Trump gestern mit einer interessanten Bemerkung. Pence leitet ja diese Sitzung, die morgen dann am 6. Januar stattfinden wird. Und er sagt, I hope Mike Pence comes through for us. Also ich hoffe, dass Mike Pence das erledigen wird. Das hat Trump gestern in Georgia gesagt. If he doesn't come through, I won't like him quite as much. Also wenn er es nicht hinkriegt, dann würde ich ihn vielleicht etwas weniger mögen. Durchaus wahrscheinlich humorvoll gemeint, aber man weiß es nicht. Und dann haben wir jetzt eben die Situation, ja, wir haben jetzt ja diese Stimulus-Schecks nur von $600. Diese $2000 sind vom Tisch. Aber es ist so, dass wenn Biden vor allem jetzt beide Sitze gewinnt, wenn die Demokraten beide Sitze in Georgia gewinnen, dann würde es wahrscheinlich nochmal, und das wäre marktpositiv, noch einen Schnaps obendrauf geben, nochmal 900 Milliarden Stimulus. Und man hat den Eindruck, wir sind jetzt in einem permanenten Stimulus-Modus, den hat zumindest das Wall Street Journal, das hier einen Artikel darüber verfasst hat. Wahrscheinlich ist das so. Wir haben jetzt die permanente Einführung von Helikoptergeld, weil es anders scheinbar nicht mehr geht. Und auf der anderen Seite heißt das aber auch, dass natürlich die Schulden steigen. Und hier sehen wir mal das, was an Schulden zurückgeht. Gezahlt werden muss jetzt in 2021, also die Anleihen, die auslaufen, die Maturities, Debt Maturities, und wir sehen hier die USA ganz vorne, insgesamt bei den entwickelten Volkswirtschaften $13 Billionen, die hier zurückgezahlt werden müssen, davon alleine fast 8 durch die USA und dann auch einiges von Japan. Das sind die zwei absoluten Führenden, vor allem die USA. Also da muss jetzt in den Schuldendienst immer mehr investiert werden. Wo da das riesige Wachstum herkommt, ist ein Rätsel, ein wohlgehütetes Rätsel, aber eben ein Rätsel. Und wir haben gestern ja hier die Situation in UK gehabt. Bis Mitte Februar wird in Großbritannien jetzt ein Lockdown für das ganze Land gelten, mit Ausgangsbeschränkungen etc. etc. Und wir sehen hier mal einen Vorgriff auf das Jahr 2035 mit Boris Johnson, The New Covid Optimism. Denn Johnson hat ja gestern gesagt, I believe we are entering the last phase of the struggle. Also wir haben jetzt die letzte Phase des Kampfes vor uns. Und 2035 wird er dann sagen, a few more months and we've got this beat. Und dann haben wir die solche geschlagen. Und was haben wir noch? Wir haben Cuomo, der Gouverneur von New York, der gesagt hat, jetzt sind erstmals Fälle aufgetreten, diese Virusmutation aus UK, und es hat sich ein Mann ist der infiziert, der nicht gereist ist, der muss also von jemand anderes dieses Virus bekommen haben, er selber war nicht in Großbritannien. Das heißt faktisch, dass wahrscheinlich dieses Virus, dieser Mutation aus UK schon deutlich zirkuliert in den USA. Das wird dann vielleicht uns weiter beschäftigen. Aber heute Georgia im Vordergrund, heute Inflationserwartungen im Vordergrund. Achten Sie auf das, was die US-Staatsanleihen machen, achten Sie darauf, was der Dollar macht, was Gold macht, das gestern eben deswegen steigen konnte. Heute ein Blick natürlich auf Bitcoin, nachdem es gestern sehr turbulent zugegangen war. Ich werde heute einen Artikel über Bitcoin als Religion verfassen. Vielleicht schauen Sie da mal rein. Gerade die geneigten Gläubigen des Bitcoins könnte das interessieren. Wie auch immer, schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich wünsche jetzt das Allerbeste und sage Servus und Ciao.